Hallo Freunde und willkommen zurück zu Can't Escape Darkness. Wir haben bereits eine, einmal angespielt, die Version. Und die ist relativ kurz gewesen, deswegen habe ich mir überlegt, ich werde noch einmal spielen, denn man kann ja auch sehr viele Geheimnisse finden. Und ich fange einfach komplett bei neu an. Und ich habe jetzt mich entschieden, mit Controller zu spielen. Ja, okay, das kennen wir ja bereits. Gut. Ich habe mich jetzt entschieden, mit Controller zu spielen, weil man sieht schon, man kann sich hier viel besser... man kann sich viel besser drehen. Beziehungsweise überhaupt bewegen. Zack, zack. Genau, mit dem linken Stick nehme ich quasi Gegenstände auf. Das sieht dann so aus wie die Maus hier. Ich tue gerade versuchen. Und mit den L1 und R1 kann man dann die jeweiligen Items benutzen. Taschenlampe und eben Knüppel. So. Wir wissen ja noch, dass es hier... Na, komm her. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo ich die Karte aufrufen kann. Da muss ich nochmal die Controller testen. Oh, okay, das ist... Ja, schön. Gut, okay, da ist eine Ratte. Drücke B. Willkommen, unglücklicher. Gut, das haben wir bereits gelesen. Wir müssen halt versuchen, in die nächste Etage zu gelangen. Was uns aber das letzte Mal nicht wirklich geholfen hat. Denn wir wurden ja, wir wurden zu einem Geist verwandelt. Was ist das? Okay, hier können wir zur Seite jumpen. Taschenlampe. Eine Bronzeurne gefüllt mit Staub. Okay, kann ich damit irgendwas machen? Nee, kann ich nicht, gut. Gut, man kann damit nichts machen. Wir laufen erstmal hier rum, gucken uns hier erstmal überall um. Denn hier gibt es sehr viele Fallen. Und zum Beispiel diese Ratte, die ich jetzt töten werde. Hallo, komm her. Ja, wieder die schöne Musik am Start. Okay, die Ratte hat uns nicht bemerkt, aber wir töten sie trotzdem. Weil es eine Ratte ist, hallo? Ja. So. Okay, die Ratte ist tot. Und wir müssen, wie gesagt, einen Ausgang aus diesem Labyrinth hier finden. Wir hatten ja bereits das Tutorial angespielt. Okay, es wird dunkel. Am Anfang ist es noch relativ, einfach. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Durchgang, wo wir lang können. Oh, nein! Fuck. Ja, sowas sollte uns zum Beispiel nicht passieren. Ein stabiler Ast muss abgebrochen sein, als ich runtergefallen bin. Gut, das war natürlich jetzt ziemlich blöd von mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit wir gestürzt sind. Und hier haben wir jetzt die Augen. Ah, hallo Augapfel. Man kann die Augen kaputt machen, was es genau bringt. Ja. Okay, weiß ich nicht, aber es macht sehr gute Effekte. Soundeffekte. Oh, was? Ja, gegen die Wand preschen. Super. So. Und natürlich wissen wir... Ja, okay, der Typ gehört zu uns. Das ist unser Freund. Kann ich den vielleicht... Ja, gut, ich kann dem heimleuchten, aber der tut uns ja eh das Licht anmachen. Okay, wir kommen langsam den mutierten Ratten entgegen. Okay, sehr schön. Mutierte Ratte ist tot. Man sieht natürlich, die Bongo-Trommeln sind auch wieder am Anschlag. Was ist das für ein Schalter? Na, komm her. Ja, was? Die Dunkelheit bewegt sich hier uneingeschränkt. Beweg dich nur im Licht, verweile nicht im Schatten oder du wirst hier verenden. Eile zur nächsten Etage, dort werden dir meine Brüder helfen. Ach du Scheibenkleister. Okay, wir sind wieder mal abgestürzt. Wir dachten, hey, wir kommen hier voran. Und ich glaube, hier gibt es dieses komische Schleimvieh. Okay. Also die Räume sind immer random gestaltet.
weiß nie wirklich, was man hier alles so findet. Okay. Also unbedingt mit Controller spielen, wer die Möglichkeit hat. Weil mit Tastatur ist das wirklich schon ein wenig haktisch gewesen. Hier haben wir die nächste Etage. Kann ich auf die Karte gucken? Wir haben hier die Map und können jetzt hier zum Beispiel nachgucken, wo wir überall... Ist das mein Freund? Hallo? Du bist mein Freund, ne? Du bist mein Freund? Wow. Okay, du bist mein Freund. Das ist schön. Okay, wir können auf die Karte gucken, wo wir überall schon gewesen sind und wo wir noch nicht gewesen sind, weil man kann ja auch Schlüssel finden oder hier zum Beispiel... Diese Wand hat Risse, es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ja, wie hier zum Beispiel, ein Geheimgang, wo wir vielleicht Artefakte oder sowas finden. So, erstmal das Auge zerkloppen. Einfach draufhauen auf das Auge. Waren wir hier schon gewesen? Die Ratte ist tot. Moment, die Urne. Kann ich auf die Urne? Eine Bronzeurne gefüllt mit Staub. Ja, ob die noch so weit gefüllt ist, ist eine andere Sache. So. Und ihr könnt dann auch entscheiden, ob ihr wieder... Also ich nehme es jetzt erstmal ohne Facecam auf. Hä? Wieso sind die hier schon tot? Okay. Wieso sind die hier bitte schön schon tot? Ich verstehe es gerade nicht. Was? Oh nein. Okay. Was? Nein, nein. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Oh fuck, was? 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 Wir sind tot? Okay, wir sind lebendiges Labyrinth oder lebendig gekommen. Okay, das war also nicht gut. Das sollten wir das nächste Mal nicht machen. Gut, nächste Runde. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge werden wird. Ich werde einige Versuche starten. Also man sieht schon, es gibt mehrere Möglichkeiten zu sterben. Was ich sehr gut finde. Also man muss ja wirklich, jeder Raum kann Gefahr bewirken. Was möchte er uns sagen? Wir kommen und... Ja. Und hier ist ein Loch, da gehe ich jetzt nicht lang, deswegen... So. So. Denn ich gucke mich wenn schon erstmal hier oben um. Wenn ich nicht gerade wieder irgendwo reinfall. Okay, hier sind Schalter. Und an die Schalter erinnern wir uns noch, wir waren hier schon mal gewesen. Was? Ach so, ich muss jetzt die ganzen Schalter betätigen. Okay. So. Dieser Block rührt sich nicht. Okay. Eine Reihenfolge also. Okay. Jetzt haben wir hier Kratzer. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Die Tür geht weiter auf, der letzte Schalter und wir dürfen rein. Okay. Ja, okay, das sieht sehr interessant aus. Wir haben... Okay, wir haben ein Secret. Was? Shit. Alter. Fuck it. Verdammt. Ich hoffe, die Sicht ändert sich. Armer Fly-Fiesling. Er muss wohl all seine Hoffnung verloren haben. Hat da etwas an seinen Fuß geknabbert. Ja, da hat etwas an seinen Fuß geknabbert und uns hat es jetzt fast getötet. Okay, cool. Ja, das kann passieren. Eine kaputte Flasche, sehr scharf. Kann ich die mitnehmen? Kann ich die tauschen mit meinem Stock? Okay, den Stock lassen wir mal... Moment. Hallo? Den Stock möchte ich da reintun. Sehr schön. Okay, und eine Notiz.
Tag 2 immer noch kein Zeichen eines Auswegs, aber dieser Raum sieht ungefährlich aus. Wir schlagen hier unser Lager auf, Lager für die Nacht auf und erkunden morgen mehr. Wir haben genug Proviant für ein paar Tage, aber Maluni hat angefangen zu trinken, seit wir hier eingesperrt sind. Ihm trifft keine Schuld, es gibt keine Gespenster. Das ist nicht, was ich gesehen habe. Okay, kann ich das mitnehmen? Zufällig, kann ich das mit hier reinnehmen? Krass, wir dürfen die mitnehmen? Okay. Oh, cool, unsere Flasche. Wie effektiv die Flasche sein wird, wir werden es herausfinden. Zunächst gehen wir erstmal wieder raus und gucken uns weiter um. Wir haben jetzt, ich guck mal kurz auf die Karte, Etage 1. Okay, wir sind dort, müssen wir raus. Dort ist ein Loch und dort ist auch ein Loch. Okay. So, hier ist das Loch. Wo ich natürlich nicht reinfallen möchte. Gibt es hier irgend... Nein, hier ist das Loch. Okay. Ich möchte natürlich, bin ich ehrlich, ich möchte gern jeden Raum untersuchen. Pilze. Hier sind Pilze. Die Frage ist halt... Also wir können die, glaube ich, mitnehmen. Wir können die mitnehmen, okay. Der blaue Pilz, ob der giftig ist? Ja, das möchte ich alles... Okay, das hätte ich jetzt... Da. Gut. Blauer Pilz ist nicht giftig. Scheint zumindest so der Fall zu sein. Deswegen nehmen wir gleich mal mehrere. Das ist jetzt aber ein anderer Pilz, ne? Ein blauer Pilz, ob der... Okay, ist der gleiche Pilz? Der sieht aber anders aus. Hm. Denn es gibt ja auch mehrere verschiedene Pilzarten, die... Alter. Die Dunkelheit hat diese Etage noch nicht erobert, aber hüte dich vor den sterblichen Marionetten, des Spiels sich beobachtet. Suche den Schatz versteckt hinter dem Spiegel. Der Siegel der Spinne, wohl bewacht, es wird dein Leben verlängern. Zögere nicht, zur nächsten Etage hinabzusteigen, wenn sich dir die Chance bietet. Ja, oh Gott, Verzeihung. Ich muss erstmal kurz was trinken. So, weiter geht's. Ja, wir haben jetzt die Info bekommen. Soll ich jetzt da lang gehen? Ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, theoretisch würde ich jetzt sagen, hey, komm, wir gehen da rein, es sieht gut aus, aber wir gucken uns noch ein wenig um. Die Geräusche klingen schon mal sehr atmosphärisch. Man weiß halt nie, was hinter einem lauert. Ein Pilz. Ist das auch ein guter Pilz? Wer weiß. Wir nehmen... Oh, ich muss mich erstmal wieder Steuerung noch ein bisschen... Was ist das für ein Pilz? Ein blauer Pilz, ob der giftig ist? Ja gut, ich glaube eher, dieser Pilz ist giftig. Es kann allerdings dann auch sein, dass ich mir später... Uah. Ja, komm her. Notizen machen werde. Oh, die Waffe ist nice. Also, Flasche ist scharf und ist gut. Okay, wir nehmen den Pilz. Ja, das wollte ich gerade nicht. Hallo, so, zack, zack. Kann man die stacken? Nee, kann man nicht, okay. Gut, hier ist ein Loch. Aha, das klingt alles schon ganz anders, wenn man jetzt auf das Auge zugeht. Also atmosphärisch muss ich zugeben, ist das schon sehr gut, gut gemacht. Und hier haben wir wieder diesen Riss. Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Okay, wo geht's hier lang? Ach, eine Ratte. Ja, gut. One Hit. One Hit. Auge machen wir kaputt. Warum auch immer.
Und was haben wir? Ein weiteres Secret. Wir haben ein weiteres Secret gefunden. Ob dich wohl ein Pilz vergiftet hat. Okay, und ich glaube, hier bekommen wir jetzt die Info. Erstmal kurz eine Notiz. Ich bin mir sicher, Howard und Steven sind tot. Ich bin ganz allein, kein Weg nach draußen. Die Ratten sind überall. Ich habe versucht, sie zu essen, aber sie verrotten sofort. Oder vielleicht sind sie schon tot. Manche Pilze sind giftig, es ist schwer, sie zu unterscheiden. Aber die in der auf der anderen Seite der Nische wachsenden Pilze sind ungefährlich. Ich habe noch eine andere versteckte Tür auf. Wir lesen gleich weiter. Ich habe noch eine andere versteckte Tür auf dieser Etage gefunden, aber sie hat keinen Schalter. Das macht keinen Sinn. Ich kann ihn nicht finden. Ich muss Howard und den Schlüssel finden, aber ich kann nicht zurück runtergehen. Etwas Schreckliches ist dort unten. Ich kann nicht zurück. Okay, wir nehmen die Notiz mal mit. Wir können ja hier die Pilze so, ne? Zack. Okay, also die Pilze werden, glaube ich, giftig sein. So, ein Feuerzeug. Feuerzeug ist immer gut. Für was das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ein Einwegfeuerzeug, das muss lange ausreichen. Oha. Das klingt natürlich nicht so schön. Und was ist das? Ein Amulett. Eine runde Jadeplatte. Das Bild einer Spinne auf der Vorderseite eingraviert. Aus der Rückseite steht ein kompliziert aussehender Mechanismus hervor. Na super. Wir haben jetzt also einen Mechanismus. Und er hat ja gesagt, die Spinne. Na. Toll. Wow. Noch eine. Oh, Hilfe. Wie bitte? Nein. Nein, oder? Nein, nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Scheiße. Hallo? Kann ich das ausrüsten? Hallo. Okay. Super, wir haben jetzt also keine Taschenlampe mehr. Ach, fuck it. Wir tappen also jetzt mitten im Dunkeln. Ich krieg Angst. Okay, die Augen machen uns ein wenig Licht. Feuerzeug? Feuer. Nein, ich will das Feuerzeug. Okay. Hallo Auge. Okay, man kann nebenbei mit dem Feuerzeug rumspielen und dabei auf die Augen einprügeln. Das ist schön. Oh Gott, ich hab Schiss. Alter, es ist so dunkel hier. Geht's hier irgendwo weiter? Da lang. Also wenn jetzt hier irgendwo eine Falle ist, dann... Ja, dann war's das. Kann ich das Feuerzeug auch so anmachen? Oh, okay, wir können das auch so anmachen. Okay, müssen aber drauf achten. Nicht lange reicht. Oh Gott. Und ja, ich sehe gerade nicht, wo ich das Feuerzeug habe. Auch gut, dass die Ratten grüne Augen haben. Das ist super. Da hinten ist was. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Ich
weiß nicht, es könnte sein, ein wenig erinnert mich das jetzt vielleicht an, oder einige vielleicht an Amnesia. Gab es das nicht auch so ähnlich bei Amnesia, dass man mit einem Feuerzeug rumläuft oder mit einer Lampe und hier Öl einsammeln musste? Aber warum ist die verkackte Taschenlampe kaputt? Ich sehe es nämlich gerade oben, die Taschenlampe ist im Eimer. Aber warum? Was hat der Typ getan? Was? Hallo? Ha. Boah. Okay, ich hätte glaube ich doch mit Facecam aufnehmen sollen. Okay. Gut, wir haben das Wappen der Spinne. Die Frage ist jetzt nur, wo war der Weg? Ach du meine Güte. Ich möchte gerne. Okay, ich check mal kurz die Karte. Wir sind dort. Okay, wir müssen da lang gehen. Dort rein. Und theoretisch dann hier rein. Ist das Auge kaputt? B. Ah ne, na toll, jetzt aktiviere ich das ohne. Hallo? So. Okay, man merkt schon, das Feuerzeug lässt langsam nach. Was? Was ist jetzt los? So, nein, Feuerzeug werden wir mal kurz wegstecken, weil wir tun das jedes Mal aktivieren. So, was haben wir hier? Ein Steinsarkophag. Es ist komplett versiegelt, möge er hoffentlich weiterhin hier ruhen. Ja, ich hoffe mal, dass er weiterhin ruhen wird. Au. Okay, wir können Feuer machen. Feuer, nein. Feuer, Feuer, Feuer. So. Na komm. Hallo? Zünde an. Zünde an. Hey. Toll, jetzt zündet er das nicht mehr an. Er hat vergessen, wie man das anzündet. Super. Okay, was ist hier? Ein zerbrochener Wandleuchter. Er ist nicht verrostet. Etwas muss ihn abgerissen haben. Alter, ist das gerade... Ist das dunkel? Also, dass die Augen wirklich so hell waren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum zündet er? Ja, das ist nicht. Hm. Na gut, ich verstehe es gerade nicht. Hat sich was geöffnet? Nein. Okay, es war eigentlich eine Sackgasse auf gut Deutsch. Es war eine Sackgasse. Und wir sind reingelaufen. Ich trau mich noch nicht. Ich weiß, hier kommt gleich eine Ratte. Komm her, Baby. Komm her. Ja, so.
Okay, wir können keinen Stein aufheben. Moment, da ist ein Stein. Ich möchte mal etwas probieren, wenn wir den Stein... Ja. So. Wir wissen ja, wenn wir einen Schalter betätigen, kann es passieren, dass hier irgendwas schief geht. Aha, sehr schön. Gut, so haben wir das Rätsel gelöst. Immer vorher Gegenstände werfen. Weil dieser Weg kam mir nämlich schon ein bisschen bekannt vor. Okay. Waren wir hier denn schon mal? Okay, hier ist Ende. Okay, es ist wirklich ein Ende. Wir haben immer noch das Sieg. Das Siegel. Und ich möchte eigentlich nur ungern dahin, deswegen gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Wir haben noch die Möglichkeit, geradeaus zu gehen, dann ist dort die Tür, die Treppe. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder da lang. Versuchen mal unser Bestes. Im Dunkeln ist es ja immer gut munkeln. Und ich hatte ja auch in der ersten Folge, haben wir ja den Fehler, ich weiß nicht eigentlich, ich glaube zumindest, dass es ein Fehler war. Da wir wir haben auf den Geist gehört. Weil wir sind quasi bis zu dem, ja bis zu der Treppe gegangen, also wir haben immer nur die Treppen genommen. Weil er uns den, das quasi erzählt hat. Er tut mir nix. Hi, Geist, ne? Alles fit im Schritt? Guck mal hier, ich will das Auge anzünden. Nee, gut, kann man nicht machen. So, zack. Aber dafür werden wir einfach mal, so, Auge kaputt. Jetzt haben wir das Licht angemacht. Dankeschön. Und wir kriegen, was ist das? Eine Nische in der Wand, dargestellt als eine Augenhöhle. Kann man hier irgendwas einfügen? Leer. Ach nee, guck an. Kann ich vielleicht das hier einfügen? Was? Er legt es einfach hin. Okay, gut. Also wir brauchen sie auf jeden Fall noch nicht. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Wir können... Dort sind Löcher, dort gehen wir nicht lang. Okay. Also gehen wir da lang. Also wieder zurück. Und ich hoffe, es passiert uns nichts, weil wir kein Licht haben. Ja, super ist immer, wenn man das Feuerzeug anhat und man hält es aber irgendwo hin, wo es nicht sichtbar ist. Geht's hier noch lang? Hier können wir lang gehen. Hier waren wir gewesen, hier gab es die Pilze. Hier wieder die Kratzspuren. Also ich möchte nicht wirklich wissen, was hier für eine Kreatur rumrennt, die solche Kratzer verursachen kann. Und wir kennen ja schon einige Kreaturen im Spiel, beziehungsweise ein ekliges Vieh. Was glaube ich immer wieder kommt.
Ey, die Geräuschkulisse, ne? Da könntest du wirklich denken, da lauert jetzt irgendwo so ein ekliges Vieh, was dir am besten gleich mal den Kopf abbeißen würde. Hallo? Ja, okay. Und ich möchte schon, wenn schon denn schon, die komplette Karte, soweit wie es geht, abgesucht haben. Und wir haben es sogar geschafft. Okay, wir können zurückgehen. Da gibt es noch einen Durchgang. Da gibt es noch einen Durchgang. Hier waren wir schon gewesen, ne? Ach so, das war der Durchgang. Okay, gut. Hier ist das mit den, hier sind die Löcher. Das ist jetzt der Bereich gewesen. Okay, da können wir jetzt hier zurückgehen. Hier geht's zur Brücke. Quatsch, zur Brücke, zur Treppe. Gott. Gut, wir könnten jetzt theoretisch. Ich guck noch mal ganz kurz, was hier geradeaus gewesen ist. Hier gab es nichts mehr. Okay, wir können jetzt runtergehen zur Treppe. Wobei wir eigentlich nach oben müssten, um dieses Schlangensymbol irgendwo einzusetzen. Okay, dann gehen wir mal runter. Was? Ja gut, erstmal das Feuerzeug wegstecken, wie immer. So, zack. Die Dunkelheit bewegt sich hier uneingeschränkt, bewege sich nur im Licht, vermeiden. Ja, okay, gut. Deine Brüder werden helfen. Ja, ja, deine Brüder, die können mich mal. So, hallo, weg damit. So. Gib mir Feuerzeug. Gib mir Feuerzeug, zack. So. Ja, so will ich das doch haben. Warum klingt das gerade so beschissen? Nur weil ich Licht angemacht habe. Okay, hier ist ein Loch. Okay, hier ist ein Loch. Da möchte ich natürlich nicht hin. Und fuck. Wir haben keinen Saft mehr für uns. Wir haben keinen Saft mehr für unser Feuerzeug. Verdammt. Ich weiß auch nicht, wo wir ein neues herbekommen. Alles gut, alles gut. Ja, das Ding ist kaputt, das ist weniger gut, aber hey. Hier gibt's Licht. So,
zumindest einigermaßen Licht. Ich weiß nicht, kann man hier, ich möchte das Feuerzeug ganz schön irgendwie wieder auffüllen. Kann ich das Feuerzeug mit der Urne auf? Was? Hat er... Oh nein, jetzt hat er... Nein, er hat das Feuerzeug weggeschmissen. Oh nein. Verdammt. Ja gut, das... Ja, schön. Was? Ja. Okay. Die Taschenlampe ist ja eh kaputt, ne? Ja. Okay, wir laufen jetzt quasi im Dunkeln rum. Ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch was sieht, aber ich sehe hier gerade gar nichts. Es ist alles im Eimer. Okay, wir laufen gerade wirklich blind. Ich guck mal kurz, ob ich bei Option... Oh, hier gibt's Licht. Danke, liebes Auge. Dankeschön. Und sorry, dass ich euch alle kaputt gemacht habe. Da geht's weiter. Oder auch nicht. Was? Ich guck mal kurz, ob ich bei Option irgendwie die Helligkeit einstellen kann. Nein, kann man nicht. Gut, wir laufen jetzt blind durch das Labyrinth. Was war das? Was waren das bitte für Augen? Ist das die Dunkelheit? Dunkelheit in ihrer Perfektion. Oder sowas, ne? Oh Gott, jetzt... Oh, Scheiße. Ja, schön. Ja, hallo? Ist das die besagte Dunkelheit? Hau ab! Hi! Versuch 5. Nach ein paar 141 Schritten und eingesammelten Schlüsseln... Schlüsseln? Ich wurde von der tiefsten Dunkelheit verschlungen. Okay. Okay, okay, okay. Interessant. Ja, das war mal wieder eine Folge, I Can't Escape the Darkness. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann, ja, holt's euch. Es ist ein sehr schönes Spiel, also wie gesagt, wenn es euch gefällt, oder wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gern ein Like da oder eben einen Kommentar, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wenn ihr wollt, dass wir das nächste vielleicht nochmal spielen mit Facecam, schreibt es auch gern in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Spiel wieder. Ich weiß noch nicht, welches es sein wird. Ob es ein Let's Play sein wird oder ob es einfach mal ein angespielt sein wird. Wir werden es sehen und bis dahin erstmal tschüss.